schon wieder einkaufen. Besser gesagt, habe ich mich beschenken lassen. Jetzt gucken wir mal nach, was ich wieder ergattert habe. Gucken wir einmal hier zum Auto laufen. So. Ein Hasenstall, richtig. Ergo werde ich keine Hasen holen, weil ich gegen Hasen allergisch bin. Das wird meine neue Kaimananlage, zumindest der Übergang davon. Das sieht man mich auch. Baue ich jetzt auf, zeige euch gleich noch, wo die hin soll. Ausladen und dann geht's los. Gucken wir mal, wo der neue Kaiman-Übergangsanlage hin soll. Und die sind jetzt nämlich groß genug, dass sie nicht mal durchs Gitter schlüpfen. Und zwar soll die hier hin. Hier in die Ecke kommen. Kleine Raubtierchen. So, ich werde auch gleich nochmal ein Foto einblenden, wie groß die waren, als ich sie bekommen habe. Da sind sie drin. Da ist der eine und der andere versteckt sich hier drunter irgendwo. Ja, wo man sieht, von lauter Kabeln. So, jetzt bin ich fertig. Hat ein bisschen länger gedauert, weil die Wanne doch undicht war. Hier war leider ein Riss, den man vorher gar nicht gesehen hat. Den habe ich jetzt mal mit Silikon geflickt und von innen mit Dichtband. Und hier oben die Ecke habe ich einfach nur geklebt. So hoch steht das Wasser nachher eh nicht. Damit man sie halt so oft wie möglich rausnehmen kann. Damit die auch ein bisschen zahm werden. Ne? Einfach nur ein Blümchen und so ein Ast, dass die da auf ihren Landteil kommen. Kommt natürlich noch Heizung, Filter rein. Und natürlich der Akkugestrahler oben drauf. Der wird dann einfach hier so draufgepackt, fertig. Dann passt das auch mit der Feuchtigkeit und mit der Temperatur sowieso. Und UVA und UVB-Strahlen brauchen wir auch. Mein neues Setup ist fertig, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Da ist es. Zeige ich euch jetzt auch einmal.